da bin ich wieder und zwar mit einem Outfit of the Day mal wieder. Ja, das letzte ist ja schon, ach, ganz schön lange her. Und da dachte ich mir, es wird dringend mal wieder Zeit, euch zu zeigen, was ich so anhabe. Damit ihr mich jetzt auch in voller Pracht sehen könnt, gehe ich jetzt ein Stück zurück in meiner Garderobe bzw. in meinem Flur und zeige euch mal das Kleid, das ich trage. Einen Moment. Schwuppsdiwuppsdiwupps. So, ich hoffe, ihr könnt mich noch nach wie vor verstehen. Und zwar trage ich dieses schöne Kleid, was ihr hier seht. Und das ist hier so asymmetrisch geschnitten und hat hier auch so, naja, sagen wir mal kleinere Zipfel. Schwingt sehr schön. Und jetzt komme ich mal was näher. Hat ein ganz tolles Farbmuster. Hat nämlich weiß und pink und rosa und rot und dunkelrot aufgedruckt. Gefällt mir total gut. Und hier wieder, ihr kennt mich mittlerweile, die Taillierung unter der Brust. Beziehungsweise beim letzten Mal hatte ich sie ja eher hier auf der Hüfte. Und das ist für mich ganz wichtig. Da achte ich eigentlich bei Kleidern immer drauf, dass ich die Taillierung habe, damit unsere schöne kurvige Figur betont wird. Hier oben hat es eben so einen kleinen gewickelten Ausschnitt. Ist halt eben, ne, schulterfrei, ohne Ärmel. Ich trage ein Shirt drunter. Sieht natürlich jetzt nicht so toll aus dadurch. Mit so einem trägerlosen BH wäre es natürlich besser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei meiner Körbchengröße, ein trägerloser BH, da habe ich noch nicht das Richtige gefunden, wo ich sage, da fühle ich mich trotzdem geschützt, dass alles da bleibt, wo es hingehört. Deswegen trage ich jetzt hier den BH mit Trägern. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Dann komme ich mal wieder näher und zeige euch, was ich sonst noch so anhabe. Und zwar seht ihr ja, trage ich gerade keine Brille, also keine Brille im eigentlichen Sinne. Sommer trage ich häufig Kontaktlinsen, einfach aus dem Grund, weil ich dann mein liebstes Sommeraccessoire tragen kann, nämlich die Sonnenbrille. Diese habe ich jetzt hier heute an. Die ist von außen so lila Aubergine mit einem goldenen Streifen hier. So, von innen ist sie pink. Und so sehe ich damit aus, wie Puck die Stubenfliege. Aber ich mag's. Meistens trage ich sie aber auf dem Kopf, weil ich finde, das sieht immer ganz fesch aus und sommerlich und sportlich so ein bisschen. Dazu trage ich einen Pferdeschwanz und habe hier so eine Blume im Haar. Das ist ein Haargummi, das gab es bei H&M oder gibt es immer noch, ich weiß es nicht. Kann ich mal für euch schauen. Einfach um die Farben nochmal aufzugreifen. Dann trage ich hier so rote Kreolen. Die sind von Sixx. Genauso wie die Brille übrigens. Und dann wie immer meine zwei Armbänder, das Pandora-Armband und das von Leonardo, glaube ich. Und mein Ring. Die zeige ich euch dann im nächsten Video nicht mehr, weil das habe ich halt echt immer an. Das ist mein Standard. Gut, dann würde ich sagen, fehlen noch die Schuhe. Und zu denen kommen wir jetzt. Dann nehme ich euch mal gerade ab von meiner Halterung und wir gehen nach unten. Schwuppsdiwupps, da sind die Schuhe. Das sind so Sandalen mit Röschen drauf. Und dazu habe ich passend zum Kleid einen roten Nagellack gewählt. Der ist von P2. Die genaue Nummer schreibe ich euch in die Infobox. Und die Sandalen, die sind von Reno gewesen. Genau, habt ihr eigentlich auch so Probleme, Schuhe zu finden? Weil ich habe nämlich Schuhgröße 42 und habe ganz große Probleme, Schuhe zu finden. Das ist echt schlimm. Ja, welche Schuhgröße habt ihr so und wo kauft ihr am liebsten eure Schuhe? Lasst es mich doch mal wissen. Ja, so wie ich es euch jetzt gezeigt habe, war ich heute in der FH, weil es über 30 Grad hier waren in Köln und ich mich ansonsten kaputt geschwitzt hätte. Apropos Schwitzen, dazu kommt demnächst auch ein Video noch von mir. Und zwar will ich euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr als etwas fülligerer Mensch die heißen Sommertage übersteht und ein bisschen dem Schwitzen vorbeugen könnt, beziehungsweise ja, welche Dinge ich so benutze
und mitnehme in meiner Tasche, die ich eben einfach zwischendurch dann benutze und empfehlen kann. Damit wir nicht stinken, nicht wahr? Okay. So, das war's dann jetzt erstmal von mir und meinem Outfit für heute. Lasst mich doch mal wissen, ob es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss, macht's gut!